Ich begrüße Sie und euch ganz, ganz herzlich heute zu einem sehr, sehr spannenden Abend, hoffe ich. Anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden. Wir sind heute hier, um über ein Thema zu sprechen, mit dem Titel der Veranstaltung Gefahr für den Weltfrieden, Aufmarsch der Großmächte im Indopazifik. Wir haben heute drei Referentinnen hier. Das ist einmal Özlem Alef Demirel, Jürgen Wagner und Anton Stengel. Mein Name ist Alexandra Medi. Ich bin die Büroleiterin von Özlem Demirel in Brüssel und werde heute Abend durch die Veranstaltung moderieren. Eben kurz gehört haben Sie und ihr schon den Hannes Dräger, meinen Kollegen, der für technische Fragen heute da ist. Das heißt, wenn technisch irgendetwas ist, bitte über den Chat den Hannes direkt, Hannes Dräger ist dann zu finden, anschreiben und er versucht da, wo es geht, die technischen Probleme zu beheben. Bevor wir losstarten mit unserem Thema, ein paar organisatorische Hinweise noch. Wir werden zu Beginn der Veranstaltung während der Referate alle Mikrofone stumm schalten. Nicht, weil wir Sie und euch nicht hören möchten, sondern einfach, um Störgeräusche zu vermeiden. Wir werden diese Veranstaltung, den ersten Teil, die Referate, auf Facebook Livestream und auch für YouTube aufnehmen, wo die Veranstaltung im Nachhinein dann noch angeguckt werden kann. Der zweite Teil der Veranstaltung und während dieses Teils sind auch nur die Referierenden zu sehen, also keine Sorge, alle Leute hier im Zoom-Raum sind in einem geschützten Raum. Der zweite Teil der Veranstaltung findet dann ausschließlich in Zoom rein. Da kommen wir zu Fragen und Antworten, die dann später im Chat gestellt werden können. Dazu sage ich aber später noch mal was. Und den Link für den Zoom-Raum für alle Facebook-Zuschauerinnen werden wir einblenden in den Chat, sodass man auch wechseln kann von Facebook nachher in die Zoom-Veranstaltung noch. Das war es eigentlich auch schon zum Organisatorischen. Jetzt möchte ich kurz unsere Referierenden kurz vorstellen. Das ist einmal Özlem Alef Demirel, die heute auch eingeladen hat zu diesem Abend. Für alle, die es nicht wissen, sie ist seit 2019 Mitglied im Europäischen Parlament, ist dort im Ausschuss Arbeit und Soziales, aber viel wichtiger für den Abend heute. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung. Wir haben außerdem dabei, freue ich mich sehr, Jürgen Wagner. Jürgen Wagner hat unter anderem die Studie herausgegeben, die wir letzte Woche vorgestellt haben, um die es heute Abend natürlich auch geht, Aufmarsch im Indopazifik, der Westen und der neue Kalte Krieg mit China in der indopazifischen Region. Jürgen Wagner ist Politikwissenschaftler und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Außerdem noch Autor diverser Studien rund um die Themenfelder Militarisierung, Krieg oder wie wir lieber sagen, Frieden, Globalisierung und Aufrüstung. Last but not least heute dabei Anton Stengel. Anton Stengel, den ich besonders begrüße, weil bei ihm ist es heute, ist es gerade 1 Uhr nachts. Anton ist in Vietnam und dort eben in der Nacht heute für uns tatsächlich aufgestanden, um dabei zu sein oder noch wach und muss morgen früh auch an die Uni. Also Respekt und großer Dank, dass du heute bei uns bist. Anton ist Philosoph und Sinologe und hat unter anderem einige Jahre in China als Deutschlehrer gearbeitet. Er ist jetzt und oder seit 2020, Anfang 2020, unterrichtet er, ich sage es jetzt, Hai Chuong. Anton wird gleich nochmal sagen, wie man es richtig ausspricht. Und in Hanoi, ich habe es probiert, ich habe mir aber sagen lassen, Vietnamesisch ist sehr, sehr schwierig und noch schwieriger als Chinesisch. Also bitte, Anton, einmal die richtige Aussprache gleich. Er ist aber auch, und das ist wichtig für den heutigen Abend, Autor des Buches Chinas neuer Imperialismus, ein ehemalig sozialistisches Land rettet das kapitalistische Weltsystem. Also ein provokanter Titel, wir kommen da nachher noch dazu. Das war es eigentlich schon zur Vorstellung unserer Gäste heute Abend, unserer Referierenden. Und ich möchte direkt mitten in medias res die erste Frage an Özlem richten. Viele wundert es vielleicht, dass wir heute Abend über den Indopazifik sprechen, während die Medienlandschaft voll ist von der Ukraine-Krise. Das ist doch eigentlich das große Themenfeld gerade. Deshalb die Frage, Özlem. Warum machst du heute eine Veranstaltung zum Indopazifik?
Okay, danke schön, Alex. Ja, tatsächlich kann es sein, dass vielleicht einige darüber verwundert sind, aber ich wage mal die These und werde es gleich auch nochmal begründen, dass die Aufruhr und die Eskalationsspirale, die wir gerade auf dem europäischen Kontinent erleben, rund um die Ukraine-Krise, nicht ganz unabhängig zu bewerten ist von der Strategie, von der sogenannten Indo-Pazifik-Strategie auch der USA und von der großen Konkurrenz und Rivalität, die aktuell zwischen diversen Großmächten hier stattfindet in diesem Raum. Vielleicht macht es aber Sinn, dass man in dem Zusammenhang auch vielleicht nochmal einordnet, wo die Ukraine-Krise steht. Denn tatsächlich reden wir ja auch hier im Europaparlament und ich als linke Politikerin auch sehr viel darüber, was wir in der Ukraine erleben. Und wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir eigentlich den Ursprung dieses Konfliktes oder der Eskalationsspirale aktuell auch in Betracht ziehen. Und dann sehen wir, dass es natürlich damit zusammenhängt, dass zum Beispiel die Biden-Administration bereits zu Beginn diesen Jahres, bereits mit der Aufnahme der neuen Regierung, signalisiert hat, Gespräche mit der Putin-Administration führen zu wollen und auch mit Russland führen zu wollen. Und wenn wir auch dann noch im Hinterkopf haben, dass damals, als die USA aus Afghanistan abgezogen ist, auch Präsident Biden unterstrichen hat, dass er mit diesem Abzug natürlich auch seinen Fokus darauf fokussieren kann, seinen Fokus darauf legen kann, was die wahre für ihn Problemstelle ist, den Indo-Pazifik, dann sehen wir sehr klar, dass auch die Verhandlungen aktuell, die mit Russland laufen, was damit zu tun haben, was wir eigentlich an einem Aufmarsch am Indo-Pazifik sehen, am sogenannten Indo-Pazifik sehen. Es läuft gerade ein aktueller Poker zwischen den unterschiedlichen Mächten, unter anderem auch zwischen Russland und den USA. Es läuft gerade ein Kräftemessen, ein sich hochschaukeln, aber auch vor allen Dingen eine Demonstration der Möglichkeiten, die die NATO gerade de demonstriert, aber auch die Russland demonstriert. Und in diesem Komplex eingebettet läuft die Diskussion um eine mögliche neue Sicherheitsarchitektur auch in Europa. Und warum läuft das alles? Wie das enden wird, wissen wir nicht. Auch zu dem Ukraine-Konflikt und zu diesem harten Poker, der läuft, sage ich ganz klar, dass wir als Linke das kritisieren, auch diese Eskalationsspirale in diesem harten Poker natürlich kritisieren, weil wir sagen, immer wenn es militärische Aufmärsche gibt, kann es auch eine eigene Dynamik entwickeln, die dann tatsächlich eine Kriegsgefahr in sich bringt. Und diese Kriegsgefahr wäre natürlich bei diesen Großmächten auch in Europa etwas von einer großen Sprengkraft, die wir alle nicht erleben wollen. Aber im Kern läuft im Moment die Auseinandersetzung darum, dass die USA sich auf den Indo-Pazifik konzentrieren will, auf die Auseinandersetzung mit China konzentrieren will. Und das hat, würde ich mal sagen, verschiedene Gründe. Zentral ist dabei aber, dass China ja eine wachsende Wirtschaftsmacht in aller Welt ist. Und durch diese Wirtschaftsmacht, die China jetzt auch aufgebaut hat, investiert China auch in aller Welt. Tatsächlich ist in aller Welt präsent, von Afrika über die verschiedensten Regionen der Welt. Baut hier mit Investitionen durchaus die Einflusssphären auf. Und mit jedem investierten Euro Chinas erweitert sich seine Einflusssphäre und die Angst der alten ehemaligen oder vormaligen Weltmächte, Wirtschaftsmächte steigt, zu wenig vom Kuchen abzubekommen. Und das ist der Ursprung oder ein zentraler Ursprung, warum es diesen Fokus der beiden Administrationen bezüglich der Indo-Pazifik-Region, dem indopazifischen Raum gibt. Ein zweiter Faktor ist wahrscheinlich auch, und das ist nicht klein zu schätzen, dass auch der ostasiatische Markt von großen Ökonomen als der Markt der Zukunft, als der Markt mit dem höchst hohen Potenzial zu wachsen gesehen wird. Und man natürlich jetzt als Weltmächte versucht, dort in dem gesamten Raum, also nicht nur in der Auseinandersetzung mit China, sondern in dem gesamten Raum auch Handelsrouten, wichtige Handelsrouten zu sichern für sich, aber auch Einflusssphären auszubauen. Das heißt, wir werden in den kommenden
Wochen, Monaten und Jahren hier viel erleben. Es wird viel mehr darüber berichtet werden, was in diesem ostasiatischen Raum passiert. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Denn tatsächlich müssen wir feststellen, dass immer, wenn wir über Krieg, über Aufrüstung, über militärische Eskalation sprechen, wir ja eigentlich darüber sprechen, dass ökonomische Mächte versuchen, eigene Vorteile zu sichern, politische Einflusssphären zu erhalten, zu verteidigen oder auszubauen und vor allen Dingen Absatzmärkte und Ressourcen für sich gewinnen wollen. Und das sehen wir in diesem Raum auch. Im Europaparlament hat es Frau von der Leyen eigentlich sehr offen ausgesprochen in ihrer Rede zur Lage der Nation, der Union, was im September stattgefunden hat. Und da hat sie auch gesagt, wir befinden uns in einer Ära der verstärkten Konkurrenz. Und damit meint sie natürlich auch die Konkurrenz, die verschiedene ökonomische Mächte im Moment miteinander um Absatzmärkte führen. Hier gibt es natürlich, wenn man oberflächlich drauf guckt, kann man vielleicht Folgendes sagen und an der Stelle mache ich erstmal einen Halt. Klassische Blöcke, die wir von früher kennen, das ist sozusagen die transatlantische Partnerschaft EU und die USA. Aber ich glaube, in dieser Auseinandersetzung müssen wir auch im Moment feststellen, dass auch die Widersprüche zwischen den EU, der EU und den USA nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Aber trotz dieser Widersprüche und trotz der eigenen Handelskriege, die sie miteinander führen, ist diese transatlantische Partnerschaft zumindest gewillt und bereit und hat signalisiert auch im NATO-Strategiepapier, dass man zumindest den Vormarsch Chinas, also in ihren Worten Vormarsch Chinas und das weitere Erstarken Chinas gemeinsam zurückdrängen möchte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich klassisch Russland und China, die eher, so wenn man oberflächlich drauf guckt, in einem Block sind. Aber ich würde auch sagen, dass man beobachten kann, dass wahrscheinlich auch Russland natürlich nicht ganz zufrieden damit ist, dass eigene Einflusssphären, insbesondere im zentralasiatischen Raum, wo Russland in der Sowjetgeschichte die eigenen Einflusssphären hatte, durchaus auch von China hier und da bedrängt sieht. Und das bringt uns in eine neue Gemengelage. Und ich glaube, wir müssen darüber diskutieren. Wir müssen darüber diskutieren, in welcher Zeit wir uns befinden. Und ich würde sagen, es ist eine imperialistische Auseinandersetzung. Und Imperialismus bedeutet ja nicht nur militärische Aufmärsche und vor allen Dingen militärische Verteidigungszonen, sondern Imperialismus bedeutet ja auch ökonomische Einflusssphären zu Not verteidigen wollen mit einer Militärpolitik und mit dem Krieg. Und das, diese Gefahr sehen wir im Moment tatsächlich in einer Eskalationsspirale. Danke, Özlem, für den Einstieg. Und das passt jetzt gut zu der nächsten Frage, die an Jürgen gehen würde. Und zwar sprichst du in der Studie, die ich eben schon genannt habe, die wir auch gerne im Chat nochmal den Link zu der Studie auch teilen können, das macht Hannes gleich, sprichst du von einem westlichen Aufmarsch im Indopazifik. Vielleicht wäre es gut, wenn du einmal erklärst, nachzeichnest, was genau du darunter verstehst. Ja klar, gern. Vielleicht erstmal, was ich unter dem Indo-Pazifik verstehe. Das ist eigentlich ein Kampfbegriff aus der politischen, aus dem politischen Neusprech, der den Indischen Ozean und den Pazifischen Ozean ein bisschen zusammenleimt, als ein ganzes geopolitisches Ganzes versteht und vor allem von den USA popularisiert wurde in der Debatte, immer mit der Konnotation, dass es hier um eine Eindämmung Chinas eigentlich auch geht. Also das muss man zumindest im Hinterkopf behalten, wenn wir mit dem Begriff operieren. Dann ist der Begriff Aufmarsch natürlich insofern nicht ganz treffend, weil die USA vor allem ja schon lange da waren, nicht nur die USA, es gibt ja auch andere Länder mit einer langen kolonialen Tradition in der Region. Aber die USA aktuell, die wichtigsten Daten, haben in Japan rund 55.000 Soldatinnen stationiert, Südkorea 26.000, im Westen, im Indischen Ozean auf Diego Garcia, auf der Insel 3000 etwa Soldatinnen und im Pazifik, vor allem auf Guam als wichtigste Insel im Indopazifik selbst, befinden sich 6000 US-Soldatinnen, also eigentlich ohnehin schon eine recht massive US-Präsenz. Dennoch kann man sagen, dass diese Präsenz seit Jahren jetzt eigentlich systematisch ausgebaut wird. Debatten waren natürlich schon älter, aber entscheidend eigentlich schon 2011 unter der damaligen Regierung Barack Obamas in den USA, dieser berühmte Schwenk nach Asien, der Pivot to Asia.
mit verschiedenen Maßnahmen, Stationierung von mehr Soldatinnen in Darwin, in Australien, Ausbau von Guam als Militärbasis und eine Veränderung der Marinepräsenz Atlantik, Pazifik etc. Es war so ein erster Hinweis, dass die Präsenz ausgebaut werden soll. Dann unter Trump hat sich das nochmal ziemlich beschleunigt. Eine generelle Umorientierung in den zentralen Strategiedokumenten der USA auf eine Hochrüstung gegen China. Also nahezu jedes Pentagon-Programm wurde durchgeforstet und umgeleitet eigentlich mit der Leitfrage, was kann uns das gegen China bringen? Die Atomrüstung hatte natürlich oder hat einen Hintergrund mit China. Ein Flottenrüstungsprogramm wurde aufgelegt, wo nahezu eine Verdopplung der Navy, der US Navy anvisiert wurde unter Trump und eine sogenannte Pacific Deterrence Initiative, die extra mit Milliardenbeträgen ausgelobt wurde, um die militärische Präsenz vor allem im südchinesischen Meer, insgesamt im Indopazifik der USA zu stärken. In die Zeit fällt auch ein Dokument, das ich als einen ziemlichen Augenöffner fand, nämlich das US Strategic Framework for the Indo-Pacific. Das ist unter Trump entwickelt worden und im Januar 2021 an die Öffentlichkeit gelangt. Wir konnten das zwar vorher schon an Indizien eigentlich vermuten und verdächtigen, da ist es aber das erste Mal jetzt belegt über ein hochrangiges US-Dokument, dass die US-Rüstungs- und Strategie für die Region darauf abzielt, eine Dominanz in der Region zu erlangen, um China im Notfall damit drohen zu können, es in der sogenannten ersten Inselkette blockieren und damit seine Häfen auch sozusagen dicht machen zu können. Das ist, glaube ich, der Kern der aktuellen Rüstungskonflikte, wie wir sie gerade erleben, weil China damit eine ganze Reihe von Maßnahmen versuchte, gegen zu agieren, auf die Anton wahrscheinlich vor allem eingehen wird und wir da in eine Rüstungsspirale gerade reinkommen. Biden hat da gerade weitergemacht, er hat sogar eigentlich nochmal einiges draufgesattelt, hat die Trumpschen Programme nochmal deutlich erhöht. Aktuell vielleicht noch ganz kurz eine wichtige Initiative, die unter Biden weitergemacht wird, ist, dass versucht wird, Mittelstreckenraketen im Indo-Pazifik ab 2023 zu stationieren, die eigentlich noch unter dem INF-Vertrag verboten gewesen wären. Insgesamt kann man sogar fast noch davon sprechen, dass es unter Biden nochmal beschleunigt wurde. So viel zu den USA. Ganz kurz noch ein, zwei Sätze, weil mir die Zeit sonst auch ausgeht für so einen ersten ganz, ganz groben Überblick zu Deutschland. Großbritannien, Frankreich, sagen wir mal, aus schlechter Tradition waren schon immer ein Stück weit natürlich in der Region präsent. Deutschland hat auch eine Geschichte da drin, war aber über relativ lange Zeit jetzt eigentlich recht zurückhaltend. Das ist jetzt nicht mehr ganz der Fall. Seit August diesen Jahres ist das erste Mal ein deutsches Kriegsschiff im Zusammenhang mit diesen neuen Großmachtkonflikten im Indopazifik unterwegs. Das ist die sogenannte Fregatte Bayern. Die kehrt jetzt langsam, glaube ich, wieder zurück in ihren Hafen. Wilhelmshaven natürlich, sinnvollerweise war das dann auch. Wichtig dabei ist, es wurde ursprünglich halt mal als ein erster Aufschlag gesehen. Was jetzt vor wenigen Wochen rauskam, war die Aussage aus der deutschen Marine, dass man ab 2023 mindestens ein Kriegsschiff permanent in der Region halten will und einen sogenannten Logistic Support Hub, nennt man sowas irgendwie freundlich, früher hat man es eine Militärbasis genannt, in Singapur errichten will. Und das ist, glaube ich, ein ganz erhebliches Ausgreifen eigentlich der deutschen, ja, sagen wir mal, des deutschen Wirkungsradiuses, mit dem man sich ebenfalls in diese Großmachtkonflikte im Wesentlichen an der Seite der USA, aber durchaus auch ein bisschen konflikthaft einbringen will. Da ich mein Zeitbudget schon fast aufgebraucht habe, erwähne ich nur, dass die Europäische Union als Ganzes da auch involviert ist. Eventuell, wenn es nicht eh schon mal zur Sprache kommt, greife ich das dann einfach nachher nochmal auf, was da im Einzelnen gelaufen ist. So viel vielleicht erstmal als ein ganz, ganz groben, es passiert unglaublich viel, aber so einen ersten Einstieg vielleicht mal. Super, danke Jürgen. Genau, also das ist alles eh heute, ne? Wir haben versucht, das ganze Thema von zwei Seiten oder mehreren Seiten in diesen Abend reinzupacken. Und der Link von Jürgens Studie und auch jetzt gleich der Link zu dem Buch von Anton Stengel findet ihr im Chat für alle, die dann noch tiefer reingehen wollen. Das vorab. So, jetzt hat Jürgen, wie Özlem auch schon angekündigt hat, es gibt mehrere Interessen von verschiedenen Seiten. Jürgen hat jetzt beleuchtet USA, Westen,
also Europa, insbesondere Deutschland. Und jetzt ist natürlich die andere Perspektive spannend. Und wir kommen zu unserem dritten Referenten. Anton, an dich die Frage, welche besonderen wirtschaftlichen, geopolitischen oder auch militärischen Interessen gibt es noch? Welche, gerade der Hinweis Belt and Road, kannst du was zu erklären? Und welche Interessen hat China? Bitte. Wir schalten Vietnam laut. Ja, gut, welche Interessen hat China? Wie gesagt, Belt and Road, also die neue Seidenstraße über den Landweg, aber in erster Linie der Seeweg. Globaler Handel findet über den Seeweg statt, in erster Linie. Und da wiederum ist das südchinesische Meer zwangsläufig die Stelle, wo die chinesischen Schiffe auf dem Weg nach Westen durchkommen. In Zahlen ausgedrückt, 60% des chinesischen Seehandels gehen über das südchinesische Meer, 85% seiner Energieimporte. China hat für die Größe des Landes, für die Bevölkerungszahl, die Industrie und so weiter, einen permanenten Mangel an Energie. China kauft auch Erdöl, Erdgas ein, auch aus den arabischen Ländern. Und das geht in erster Linie, oder fast ausschließlich, über das südchinesische Meer. Da läuft eine Perlenkette von den Häfen in China und Südchina über das südchinesische Meer, also Vietnam, Philippinen, Indonesien und dann weiter Singapur nach Pakistan. Der Hafen von Gwadar ist ein chinesischer Hafen in Belutschistan. Chinesischer Hafen, er gehört chinesischen Unternehmen. Er wird von China gebaut, ausschließlich von China finanziert, mit chinesischem Personal. Es gab auch in Belutschistan Proteste dagegen, denn diese Region, die ärmste Pakistans, hat nicht den geringsten Vorteil von diesem modernen Erdölhafen, an dem die Schiffe aus dem Persischen Golf ankern sollen. Und dann soll das Erdöl über Pipelines über Pakistan, Zentralasien nach China kommen. Also wie gesagt, das ist eine ganz besondere Bedeutung für China. Insgesamt aber, die weltweite Bedeutung ist sehr viel größer, als man es sich vorstellen kann. Südchinesisches Meer, das klingt nach Tropen und Bananen, Ananas und so weiter, ist doch alles richtig. Tatsächlich, wenn man das ostchinesische Meer, also den Osten Chinas und den Süden Chinas zusammenzählt, dann laufen 2/3 des gesamten Welthandels über diese beiden chinesischen Meere. 2/3 des gesamten Welthandels über das ostchinesische und südchinesische Meer. Allein über das südchinesische Meer laufen fast 1/3 des gesamten weltweiten Warenhandels. Also das ist ein ganz entscheidendes Stück Wasser weit weg von Europa. Um nochmal eine Zahl zu nennen, jedes Jahr fahren über 100.000 Handelsschiffe durch das südchinesische Meer. Von den 10 wichtigsten Häfen der Welt, sind 8 am Ost- und Südchinesischen Meer. Also das ist schon eine Dimension, wo man ein wenig ahnen kann mit diesen Zahlen, was für eine ungeheure Bedeutung das südchinesische Meer hat. Und von daher versucht natürlich China, sich diese Region, zu dominieren. Das heißt, die Küsten, das südchinesische Meer, völlig zu kontrollieren. China hat seit 1998 einen offiziellen Anspruch auf faktisch das gesamte südchinesische Meer.
Könnte ich mal kurz die Karte haben, Hannes? Damit das vielleicht ein bisschen klarer, wovon ich hier rede. Ja, wir haben hier im Norden, hier oben, China, Hongkong, Kanton, die Nachbarländer, dann Vietnam. Die rote Linie, die hier sehr schön zu sehen ist, das ist das Gebiet, das China für sich beansprucht. Entgegen allen internationalen Regelungen des Seerechts werden die Anrainerländer, also Vietnam, Malaysia, Indonesien, Brunei und die Philippinen, mit ihren Ansprüchen völlig ignoriert. China hat es völlig abgelehnt, prinzipiell abgelehnt, auch nur zu verhandeln über diese Grenzen, die China beansprucht. Das heißt, in diesem gesamten Gebiet, das von der roten Linie abgegrenzt wird, ist die wirtschaftliche Nutzung, das heißt tatsächlich auch Erdöl und Erdgas, das gefunden wurde, wie auch die militärische Oberhoheit in den Händen Chinas. Man muss sich vorstellen, dieser Anspruch Chinas auf das südchinesische Meer geht bis vor die Küste Borneos, Brunei. Das sind ungefähr 2000 Kilometer. Im letzten Jahr, im November, kam es zu einem Zwischenfall vor den Philippinen. Die chinesische Küstenwache hat eine Militärstation der philippinischen Streitkräfte blockiert. Das heißt, ja, sagen wir mal ungefähr, das liegt wohl in der Mitte des südchinesischen Meeres, also etwa 1000 Kilometer von der Küste entfernt, patrouilliert die chinesische Küstenwache. Das ist fast schon amerikanisch. Also es werden keinerlei Grenzen beachtet. Es wird behauptet, das gesamte südchinesische Meer gehört uns. Wir haben die militärische, politische, wirtschaftliche Oberhoheit über das gesamte Meer. Dagegen, logischerweise, laufen die Anrainerländer Sturm, speziell Vietnam und die Philippinen, wie auch die gesamten südost- und südasiatischen Länder in der ASEAN vereinigt, die ihre eigenen Gebietsansprüche haben, blaue Linien, gelbe Linien und so weiter, und die unter sich ihre Grenzen, ja, ihre Anteile aufgeteilt haben, problemlos, und natürlich auch die Europäer, die USA, die die faktisch den internationalen Handel bedroht sehen. Es ist nur noch Dominium Chinas. Ja, der weltweite Handel in diesem Teil der Welt findet unter der Autorität Chinas statt, wenn dieser Anspruch endgültig verwirklicht wird. Und China setzt alles daran, tatsächlich auch seine Forderungen durchzusetzen. Nicht nur die amerikanischen Streitkräfte haben aufgerüstet. Die chinesische Kriegsmarine ist inzwischen die zweitstärkste der Welt nach den USA, hat in den letzten 20 Jahren ihre Ausgaben verzehnfacht, verfügt über Flugzeugträger, hat mit dem Bau von Stützpunkten begonnen, auf den Inseln, Paracel-Inseln im Norden des südchinesischen Meeres. In einem gigantischen Projekt wurden insgesamt 13 Quadratkilometer Land aufgeschüttet für Militärflughäfen. Also China baut auf Inseln, die nach internationalem Recht
Vietnam oder den Philippinen gehören seine Militärstützpunkte. Und ja, eine Gegenwehr ist von Seiten der Philippinen und Vietnams überhaupt nicht gegeben, unmöglich. Man kann nur protestieren, man kann ja versuchen, ja, diese Politik Chinas zumindest ansatzweise zu durchkreuzen. Was das führt, sind eben dann militärische Zwischenfälle, wie auf den Philippinen im letzten November. Ja, das ist, glaube ich, relativ klar geworden, was für ein riesiges Gebiet China für sich beansprucht. Wenn die Frage kommt, ja, vielleicht hat China ja recht, da kann man darauf antworten, das ist nach internationalem Seerecht nicht der Fall. Diese Inseln, das ist das Problem dabei, sind kleine Inseln, das sind Paracel Islands, Spratly Islands und das Scarborough Reef. Von den Spratly Islands, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, das sind 180 Inseln, bei Flut sind noch 36 über Wasser. Diese Inseln, ebenso Spratly, Paracel Islands, diese Inseln waren niemals bewohnt. Da gab es nie Dörfer oder irgend so etwas. Es sind jetzt aufgeschüttet Militärstützpunkte Chinas, aber sonst sind das Mini-Inseln, die keine Geschichte haben. Da hat sich irgendwann einmal ein chinesischer Fischer verehrt oder irgendwann einmal ein vietnamesischer. Interessant wurde die Geschichte erst in den 80er, 90er Jahren mit der Entwicklung Chinas allmählich schrittweise zu einer wirtschaftlichen und damit politischen und militärischen Großmacht. Die erste Forderung Chinas auf diese Inseln, das war damals am Anfang des 20. Jahrhunderts, der Kaiser von China, der eine Depesche an den König von Vietnam nach Hue schickte. Und der König von Vietnam sagte, nö, das ist nicht der Fall, warum sollten diese Inseln zu China gehören? Dann war es erstmal vorbei. In den 30er Jahren kam nochmal eine Forderung der chinesischen Nationalregierung, diesmal an die französische Kolonialmacht, die ebenfalls sagte, das sei französisches Protektorat und die dann eine Wetterstation auf eine Insel baute, um das zu betonen. Dann tauchte allerdings 1947 eine Karte auf, eine legendäre Karte mit 9 Strichen. 9 kleine Striche, die die Grenzen Chinas im südchinesischen Meer angaben. Welche Bedeutung hat eine Karte von 1947, die irgendwelche Grenzen einträgt? Die Philippinen haben geklagt unter Berufung auf das UN-Seerechtsabkommen von 1982. Dieses Seerechtsabkommen wurde von den meisten Ländern unterschrieben. Eines der ersten Länder war China. Nicht unterschrieben haben die USA. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung, einem Gremium, das entschied, ob diese Ansprüche Chinas gerechtfertigt sind. Und nach dem UN-Seerechtsabkommen von 1982 ist das nicht der Fall. Was gilt, ist Anton, eine zwölf... Anton, letzter Teil. Ich habe aus dem Vorgespräch, ich habe gesagt, ich muss irgendwann unterbrechen. Er hat vorgewarnt, er kommt ins Erzählen und es wird zu lang, aber du kommst nochmal dran.
Du kommst noch mal dran, weil wenn wir jetzt hier nicht Stopp machen, okay, dann gehen wir zu weit weg von da, wo wir waren. Und da wollen wir kommen aber noch mit einer Frage zu dir. Und du hast ja, vor allem die, zweite Frage. Nein, du hast ja, also du hast die zweite Frage, nämlich was ist mit der Aufschüttung der Inseln? Was ist mit Vietnam, Philippinen? Was machen die Nachbarstaaten? Wie verhalten sie sich? Diese Frage hast du jetzt im Grunde schon beantwortet mit der ersten oder innerhalb der ersten Frage. Aber wir wollen ja auch noch den Blick nochmal auf Europa richten. Es war ja unsere Idee, von mehreren Seiten drauf zu gucken. Und deswegen würde ich jetzt Özlem nochmal bitten, das Wort geben. Und zwar nochmal wirklich die Aspekte, welche Rolle der Indo-Pazifik für die EU spielt. Und ist es ein Kampf der Giganten zwischen USA und China? Und was macht die EU? Bitte sag dazu noch mal ein paar Worte. Okay, vielleicht vorweg als Bemerkung dazu, wenn man über die EU redet, muss man immer auch sagen, wer ist eigentlich hier im Kern gemeint? Weil natürlich in der EU und die EU-Mitgliedstaaten durchaus auch unterschiedliche Handelsbeziehungen haben mit China oder mit anderen Regionen in der Welt, aber auch unterschiedliche strategische oder politische Schwerpunktsetzungen haben. Wenn wir EU meinen, meinen wir das, was dann immer als Konsens sozusagen rausgekommen ist und dominant in dieser EU und richtungsweisend, egal ob militärisch, politisch oder ökonomisch, für die politische Ausgestaltung der EU-Politik sind immer Deutschland und Frankreich. Es ist immer ein Kompromiss aus Deutschland und Frankreich, was sich darin durchsetzt. Ich betone das, weil es durchaus zum Beispiel auch Italien einen ganz anderen Fokus auch irgendwie in die Zusammenarbeit, nicht nur wirtschaftlicher Art mit China hat, als beispielsweise die anderen Staaten in der EU. Nichtsdestotrotz kann man sagen, gibt es eine grobe EU-Linie, die immer weiter ausgeweitet wurde und jetzt sich verfestigt in verschiedenen Dokumenten. Ich nenne sie mal kurz, weil ich mich kurz fassen möchte, schlagwortartig, werde gleich noch was dazu sagen. Das ist die Indo-Pazifik-Strategie der Europäischen Union, die klar rausgegeben wurde und die auch sagt, dass es jetzt in Zukunft eine koordinierte maritime Sicherheitspolitik in diesem indopazifischen Raum geben soll. Das heißt, man möchte halt durchaus als europäische Mitgliedstaaten gebündelt in diese Auseinandersetzung da reingehen. Denn tatsächlich ist die EU ja bis heute nicht eine militärische Macht, zumindest als EU nicht als militärische Macht aufgetreten, aber ist eine der größten ökonomischen Mächte der Welt. Und ich habe ja eben unterstrichen, Politik und auch Militärpolitik ist nicht losgekoppelt von Wirtschaftspolitik und ihren Interessen. Das ist einfach systemimmanent. Und natürlich sagt diese Kraft jetzt an dieser Stelle bei der Auseinandersetzung um große Märkte in der Welt und Ressourcen in der Welt auch, dass sie in Zukunft, und das wird offen ausgesprochen, auch eine Militärmacht sein müssen. Das spricht Frau von der Leyen an, das haben wir als Linke schon gesagt, als Frau von der Leyen vom Verteidigungsministerium in Deutschland zur EU-Kommissionspräsidentin gewechselt ist. Und viele haben erstmal in Deutschland nicht verstanden, was wir damit meinen. Aber das ist gerade das, was fortgeführt wird. Das manifestiert sich in diesem sogenannten strategischen Kompass der Europäischen Union. Darin wird sozusagen die Route für die kommende Politik gegeben. Es gibt eine Gefahrenanalyse. Im Rahmen dieser Gefahrenanalyse spielen Handelsrouten eine sehr zentrale Rolle, die Verteidigung dieser Handelsrouten. Und dann gibt es darin noch Mechanismen, die etabliert werden sollen, um klar zu einer Militärunion auch in Europa zu kommen. Und es wird offen ausgesprochen. Und Herr Borrell sagt es, das ist der hohe Diplomat der Europäischen Union, er hat das schon vorher gesagt, aber mit der Pandemie und der Krise und der verhärteten Auseinandersetzung, die auch jetzt ja die USA in dieser Auseinandersetzung einnimmt, hat Herr Borrell immer wieder gesagt, wir sind eine Softpower, also eine Wirtschaftsmacht. Es ist an der Zeit, dass wir diese Wirtschaftsmacht auch mit einer Hardpower ausstatten, also einer Militärmacht ausstatten, damit wir unsere eigenen Interessen immer verteidigen können. Was sind aber diese eigenen Interessen? Und da sage ich ganz klar, es geht jetzt nicht um die Interessen der Bevölkerung in Europa. Die möchten natürlich in sozialer Sicherheit leben und sie möchten im Frieden leben. Es geht hier um eine verhärtete Auseinandersetzung für einen riesen weiteren Absatzmarkt. Es geht um eine Auseinandersetzung, die nicht nur um den Absatzmarkt in dem ostasiatischen Raum geführt wird, sondern durchaus auch zum Beispiel
Beispiel den afrikanischen Markt mitbestimmt und da in der Region tritt die Europäische Union auch verstärkter auf. Das ist auch eine Rollenteilung, die beispielsweise die USA und die EU miteinander gefunden haben. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente, nur das Schlagwort, das ihr es auch mal gehört habt, das ist der sogenannte neue Global Gateway. Darin sagt halt die EU, man möchte in Infrastrukturprojekten, Verkehrsprojekten, in Bildung, in Wissenschaft, in wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Drittländern in aller Welt zusammenarbeiten können, will diese Einflusssphären über diese Zusammenarbeit ausbauen, denn so macht es ja China. China geht zum Beispiel nach Afrika, investiert dort, baut denen aber auch Universitäten, anders als jetzt die ehemaligen Kolonialmächte das gemacht haben. Und dieses sogenannte Global Gateway, diese Diskussion, darum werden wir in Zukunft mehr hören. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann in Deutschland, ähnlich wie der Begriff Indo-Pazifik ankommen. Das ist sozusagen die Antwort auf die neue Seidenstraße Chinas von europäischer Seite. Und da, glaube ich, werden wir in Zukunft viel mehr zu hören bekommen. Drei Sachen vielleicht zum Schluss. Wenn wir über die Auseinandersetzung reden und über einen Aufmarsch von Großmächten reden, reden wir über Wirtschaft, ökonomische Beziehungen. Da hat die Europäische Union und die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchaus gute Handelsbeziehungen mit China. Dann reden wir militärisch. Da will man eher klar, wie ich eben gesagt habe, mit der koordinierten maritimen Sicherheitspolitik und Architektur, also auch auf den Seewegen, klarer auch militärisch einsteigen. Nicht, weil man direkt vielleicht in den Krieg einsteigen möchte, sondern weil man sagen möchte, hier, wir sind auch eine Macht und wir sind auch eine militärisch abgesicherte Macht, dass wir in der Lage sind, unsere eigenen Interessen zu vertreten. Und das Dritte ist politisch. Es wird zwar immer geredet in der Europäischen Union, wenn es um China geht, dass es ein autoritäres Regime ist, Menschenrechte und Ähnliches werden angeprangert. Durchaus kann man auch darüber diskutieren, aber ich glaube politisch, oder es wird von Systemkritik geredet mit China. Ich glaube aber, dass da die politische Auseinandersetzung eigentlich gar nicht so groß ist. Und ich finde auch, dass Anton das ja in seinem Buch sehr deutlich macht. Wenn es eine Systemkritik an China gibt, dann ist es die Systemkritik, dass die chinesische Wirtschaft stärker wachsen kann, weil eben nicht die neoliberale Hegemonie dort tatsächlich die reale Politik bestimmt, sondern auch staatlich interveniert wird in den Wirtschaftswachstum. An der Stelle kann ich wirklich mal Werbung machen für das Buch von Anton. Das arbeitet der super aus, wo ich aber auch an anderer Stelle nochmal sagen kann, auch die gemeinsam herausgegebene Studie mit Jürgen macht aber auch deutlich, was die Europäische Union und was der Westen macht und wie der Westen hier bereit ist, im eigenen Interesse, im ökonomischen Interesse, im Kapitalinteresse jetzt auch dort zu eskalieren. Und das ist wichtig, denn es geht nicht um die Interessen der Menschen in Europa. Es geht um die Interessen der großen Unternehmen, der großen Kapitaleinheiten in Europa. Und das wird man und will man dort jetzt in diesem indopazifischen Raum verteidigen. Und das ist gefährlich. Danke. Da braucht die Moderation ganz wenig Überleitung, weil du hast ja schon Jürgen und die Studie angesprochen, Özlem. Ich würde Jürgen noch mal bitten, eben diese Strategie des Westens um den Indo-Pazifik, diese Entwicklung, das ist ja nicht erst plötzlich, sondern die Entwicklung, wie kam es dahin, noch mal ein bisschen klarer zu machen und auch das sogenannte AUKUS-Bündnis uns kurz zu benennen und beschreiben. Ja, ich nutze da schon kurz mal die Gelegenheit, um ein bisschen, finde ich, nochmal, naja, eine aus meiner Sicht ein bisschen andere Sichtweise reinzubringen. Anton, wenn du sagst, die USA sehen den Handel bedroht im Indopazifik, das kann ich überhaupt nicht so nachvollziehen. Es gibt keine Studie, die mir bekannt wäre, die ernsthaft glaubt, dass China die Handelswege dicht machen will in der Region. Was die USA ernsthaft bedroht sehen, ist ihr Kontrollanspruch und ihre Kontrollfähigkeit, diese Handelswege im Griff behalten zu können. Und das wird natürlich von China ganz massiv angegangen mit einem eigenen Kontrollanspruch. Das ist aber was anderes. Da bitte ich auch wirklich klar zu sein. Zweite, ja, man kann über dieses Seerechtsübereinkommen und den Schiedsspruch lange irgendwie diskutieren, aber man müsste vielleicht, um das ganze Bild zu haben, auch klar haben, dass die USA als das Land, was sich jetzt zur Hüterin dieses Seerechtsübereinkommens aufspielt, das Seerechtsübereinkommen selber nicht ratifiziert hat, weil es ihm an vielen Stellen überhaupt nicht nützlich ist und es da schlicht und ergreifend dann hinweggefegt wird.
und dass diese vielbeschworene regelbasierte internationale Ordnung dem Westen völlig wurscht ist, wenn es um die Chagos-Inseln und den Militärstützpunkt Diego Garcia geht, wo es nämlich auch einen internationalen Schiedsspruch gibt, nämlich dass diese Insel zurückgegeben gehört an die vertriebenen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner. Das wird eben schlichtweg ignoriert, weil da die Militärbasis ist, die für die Machtprojektion wichtig ist. Das wirft ein bisschen ein anderes Blick, finde ich. Deine Bitte nochmal, irgendwie das nachzuzeichnen, ganz knapp. Wie gesagt, von der US-amerikanischen Seite ist die zentrale Strategiefrage der Versuch, mit verschiedenen neuen Militärstrategien die Kontrolle im Indopazifik und über die Seewege zu erlangen, wieder zu erlangen oder zu behalten. Das ist jetzt die Frage, welchen Militärstrategen man von der militärischen Balance man fragt. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Für Deutschland und die Europäische Union, wenn ich es ganz knapp mache, ich sehe tatsächlich das Jahr 2019 als einen ziemlichen Wendepunkt. Wir hatten vorher natürlich lange Debatten, wie hält man es irgendwie da mit China etc., unterschiedliche Fraktionen. Ich meine, 2019 einen ziemlichen Schwenk in Deutschland festgestellt zu haben. Im Januar 2019 kam aus meiner Sicht, glaube ich, damit zusammenhängend ein Positionspapier des Bundes Deutscher Industrieller raus, wo meines ersten Erachtens oder Wissens das erste Mal China als mit dieser Begrifflichkeit des Systemkonkurrenten, ernste Herausforderung etc. belegt wurde. Und ich glaube, damit zusammenhängend, ohne das schlussendlich beweisen zu können, aber die zeitliche Nähe ist sehr interessant, dass es eigentlich von diesem Positionspapier dann in allen möglichen Kreisen plötzlich so eine deutsche Militärpräsenz gefordert wurde. Das ging dann im März mit dem Chef der Bundesakademie für Sicherheitspolitik 2019 los, über den ehemaligen Bundeswehrgeneralinspekteur, und führte dann so Schritt für Schritt dann eben bis zu den Leitlinien für den Indopazifik im September 2020, wo das erste Mal die Bundesregierung dann offiziell so eine Militärpräsenz fordert und da dann ganz offiziell mit dem Interesse an den Seewegen, an der Bedeutung der Region hantiert wird etc. Da ändert sich übrigens auch unter der Ampel nicht viel. Das hat, glaube ich, was mit dieser mit der Tatsache zu tun, dass die FDP durch diesen Positionswechsel des BDI recht stramm da an der Seite derjenigen, die auf den Konfrontationen zusteuern wollen, mitsteht und der Koalitionsvertrag eigentlich diese ganze Sprech der Systemkonkurrenz mit verinnerlicht hat. Zu diesem AUKUS-Abkommen vielleicht noch ganz kurz. AUKUS ist ja die Abkürzung für ein Bündnis, das geschlossen wurde zwischen Australien, Großbritannien und den USA. Das wurde verkündet, pikanterweise am 15. September 2021, dem Tag, an dem die EU-Indo-Pazifik-Strategie hätte eigentlich offiziell vorgestellt werden sollen. Das war bestimmt kein Zufall. Also an dem Tag, wo die EU mit dem großen Wurf einer eigenen Präsenz an die Öffentlichkeit gehen will, kommen die USA daher und machen eigentlich so ein eigenes Bündnissüppchen mit zwei Ländern, die nichts mit der EU zu tun haben. Das war, glaube ich, genauso gedacht. Dass die Strategie erst am 16. September von der EU verabschiedet wurde, wurde erst kurz zuvor irgendwie beschlossen. Das ganze Ding hat was damit zu tun, dass plötzlich beschlossen wurde, dass U-Boote nicht mehr von Frankreich, sondern von den USA an Australien geliefert werden. Jetzt plötzlich atomgetriebene U-Boote sein sollen, die im Gegensatz zu den konventionellen, die vorher vorgesehen waren, auch für längere Einsätze im südchinesischen Meer und damit im Rahmen der amerikanischen Kriegsstrategie fest verortet und nutzbar einsetzbar wären. Da geht es um viel Geld. Der Umfang, der den Franzosen da flöten gegangen ist, ist so ungefähr 55 Milliarden Euro, also eine ganze Menge Kies. Worum es aber eigentlich ging, ist, dass es ohne Konsultation der Europäischen Union geschah, in einem als strategisch sensibel erachteten Bereich, nachdem man eigentlich glaubte, diese Alleingänge unter Trump überwunden zu haben und jetzt irgendwie auf Augenhöhe Weltpolitik mit den USA machen zu können, war das eine ziemliche Ernüchterung, die dafür sehr große Verstimmung gesorgt hatte, warum dieses ganze Ding dann so hochgekocht war, was dann eben wiederum auch zeigt, dass man sich zwar im Großen und Ganzen einig ist, dass man irgendwas gegen China unternehmen muss, wer aber da den Hut in welcher Weise dann jeweils immer auf hat, ist immer noch mal, sagen wir mal, ein Gegenstand innerimperialistischer Detailverhandlungen oder sowas. Und dieses AUKUS-Bündnis war von den USA da ein Fingerzeig, dass sie den Hut dann doch meinen, weiter aufzuhaben. So viel der Versuch, dieses Ding mal ganz knapp
zusammenzufassen. Danke, ich glaube, das hat für viele es noch mal ein bisschen klarer gemacht und auch das kann man ja noch weiter recherchieren, wenn man gern möchte. Jetzt haben wir viel geguckt, gehört, was ziemlich dramatisch klingt, muss ich sagen, oder je mehr ich darüber auch lese und mit euch diskutiere, denke ich, meine Güte, was steht bevor oder was passiert da eben in einer Region, die nicht in den Medien überall hoch und runter diskutiert wird und wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Das ist die Frage, wie groß ist die Gefahr für einen Krieg, vielleicht sogar für einen dritten Weltkrieg? Welche Gefahr geht von diesen Konflikten rund um die Handelsrouten Indo-Pazifik aus? Das wäre die Abschlussfrage, bevor wir zu den Fragen von unseren ZuschauerInnen kommen, die ich den drei ReferentInnen nochmal stellen würde. Jürgen, dann fangen wir mit dir an, dann Anton, aber auch alle drei nur kurz und zum Schluss Özlem, weil sonst kommt der Frage- und Antwortteil von den Zuschauenden zu kurz. Ja, bei der Frage hebe ich gerade immer gern diesen Roman ins Bild. Wenn man sehen kann, ist gut, wenn nicht. Das ist der Roman 2034, ein Roman über den nächsten Weltkrieg vom ehemaligen NATO-Oberbefehlshaber in Europa, Admiral Stavridis, der da auf Tatsachen basierend, wie er meint, beschreibt, wie ein aus einem Manöver herausgehender Konflikt zwischen den USA und China in einen Atomkrieg eskaliert, der Millionen Opfer kostet. Das wurde auch in Militärkreisen als durchaus realistisch beschrieben. Ben Hodges, der Nachfolger, also der letzte, vorletzte Oberkommandierende in Europa der NATO, hat gemeint, er geht davon aus, dass es in 5 Jahren zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommen wird und das sei nahezu zwangsläufig. Ob man jetzt so fatalistisch sein muss, wage ich zu bezweifeln, aber dass es relativ gefährlich ist, ist recht eindeutig. Ein Hauptproblem sind vor allem die Manöver, mit denen die USA dann eben die von China beanspruchten Inseln die Freiheit beansprucht und aus chinesischer Sicht ihrerseits die Kontrolle beanspruchen. Das ist jetzt Auge des Betrachters, wie man es eben auslegen möchte. Wenn die USA mit diesen Manövern, die sie da fahren, durch die Gegend fahren, dann werden sie begleitet dann wiederum von chinesischen Kriegsschiffen. Und das kann jederzeit und führt dauernd zu so beinahe Zusammenstößen. Und die können natürlich in einer aufgehitzten Situation, in der, wie wir sie langsam auch haben, halt schnell aus dem Ruder laufen. Das halte ich für eine der größten Gefahren. Zwischen Januar 2021 und Januar 2022 wurden jetzt allein 70 etwa so beinahe Zusammenstöße zwischen chinesischen und westlichen, vor allem US-amerikanischen Einheiten gezählt. Das ist also so eine Art permanentes Spiel mit dem Feuer, das jetzt Deutschland angekündigt hat, ab 2023 sich ebenfalls an diesen Manövern beteiligen zu wollen. Macht es nicht besser. Ich glaube vor allem aber auch, dass diese Strategie es für China nur noch, sagen wir mal, in China nur noch deutlich zu einer Verhärtung führt und regionale Lösungen für die Probleme, die ja Anton richtig skizziert hat und für die Lösung gefunden werden müssen, macht diese äußere militärische Einflussnahme, glaube ich, nahezu unmöglich, weil es zu einer völligen Verhärtung und Konzentration auf diese Großmachtrüstung führt, wo dann die Regionalkonflikte total drunten runter gebuttert werden. So viel von mir vielleicht. Ach so, und politische Forderung ist natürlich zuerst mal in Deutschland und der Europäische Union, sich da politisch und mit Manövern vor allem und militärisch rauszuhalten. Politisch nicht, militärisch und mit Manövern. So. Okay, Anton, dann bist du dran. Wie ist deine Einschätzung der Lage? Und natürlich die spannende Frage hat Jürgen zum Schluss gemacht. Wie könnte Deeskalation oder eine politische Lösung aussehen? Ja, ich sehe auch diese Spannungen, militärische Spannungen im südchinesischen Meer, im Indopazifik, zum Teil also schon sehr, sehr radikal, zum Beispiel die Drohung der USA, eine ganz offizielle Drohung, wenn China noch einmal versucht, eine Seeblockade gegen philippinische Kriegsschiffe zu verhängen, dann werden sich die USA an dem Militärabkommen mit den Philippinen von vor 80 Jahren erinnern. Also eine ganz brutale Drohung. Wenn er nochmal von den Philippinen auftaucht, dann riskiert er unser militärisches Eingreifen. Ja? Das wurde ganz offiziell so gebracht.
Es sind jede Menge Manöver, also nicht nur der USA, natürlich nicht nur Europas, auch China patrouilliert laufend im südchinesischen Meer. Das größte Manöver Chinas dort war 2018 mit 48 Kriegsschiffen und 76 Kampfflugzeugen auf Territorium, das zu Recht von den Anrainerstaaten beansprucht wird. Diese Konkurrenz zwischen den imperialistischen Mächten, was kann man darauf antworten? Ich möchte auf den Standpunkt, die Standpunkte in Vietnam und den Philippinen kurz eingehen. Und jetzt wird es nämlich problematisch. Die Fregatte Bayern war in Vietnam durchaus willkommen. In den offiziellen Tageszeitungen, hier in den Medien, wurde die Bayern begrüßt als Beispiel für die strategische Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Deutschland. Es erschienen Artikel, zum Beispiel von der vietnamesischen Inselverwaltung, dass doch Deutschland darauf drängen sollte, dass sich die gesamte EU an diesen Manövern beteiligt. Also man hat auch dann gemeinsame Manöver der vietnamesischen Flotte mit der Fregatte Bayern gemacht. Und freut sich darauf, dass noch mehr Schiffe kommen im nächsten Jahr aus Europa. Es wurde besonders betont, dass es sich dabei bei der Bayern um eine deutsche Initiative handelte und nicht um eine amerikanische. Man möchte eine dritte Macht im südchinesischen Meer haben. Ganz offensichtlich denkt man daran, in Vietnam und bestimmt auch auf den Philippinen, einer ähnlichen Situation, dass die Präsenz einer weiteren Großmacht im südchinesischen Meer eher zu einer Deeskalation beitragen könnte, aber nicht zu einer sich weiterentwickelnden Kriegsgefahr. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Vietnam und die Philippinen speziell sehen China als den aggressiveren, als die aggressivere imperialistische Macht an. Da kommt es dann zu sehr merkwürdigen, nicht Bündnissen, aber zu einem Zusammenlaufen verschiedener Interessen. Zum Beispiel auf den Philippinen sind demnächst Präsidentschaftswahlen. Von den 5 Kandidaten haben sich 4 antichinesisch erklärt. Sie halten die Politik des jetzigen Präsidenten Duterte pro-chinesisch für völlig falsch. Man muss sich verteidigen gegen die Aggression Chinas. Und Aktionen gegen China wurden auf den Philippinen speziell von den linken Parteien organisiert. Also Akbayran ist die einzige linke Partei, die im Parlament vertreten ist, war besonders aktiv in Protestaktionen gegen China. Es gibt eine noch härtere Erklärung der Kommunistischen Partei der Philippinen, die China als eine rein imperialistische Macht sehen, die sich gegen Volk und Nation der Philippinen richten und gegen die man überall mit allen Mitteln kämpfen muss. Also deswegen habe ich so ausführlich über den Anspruch Chinas, den sehr aggressiven Anspruch Chinas auf das Dominium über das südchinesische Meer bestanden. Die Reaktion der betroffenen Länder, Vietnam, Philippinen, ist dementsprechend. Es ist für diese Länder die nationale Unabhängigkeit etwas primär Wichtiges, die verteidigt werden muss oder errungen werden muss. Und da sieht man eben China
keineswegs als Verbündeten, sondern als unmittelbaren Gegner. Wir haben, also zurück zu den Philippinen, wir haben einerseits große Teile des proamerikanischen Establishments, der Wirtschaft, des Militärs, die gegen China sind, andererseits aber auch linke Parteien. Ähnlich Vietnam, wie gesagt, diese Erklärungen zugunsten einer Anwesenheit deutscher Militärschiffe oder auch der EU. Man hat in etwa folgende Konstellation im Kopf, dass die USA und die EU eine doch sehr komplexe Beziehung zueinander haben. Dass die USA keinen Krieg anfangen würden, ohne die EU, Deutschland, Frankreich, Großbritannien mit einbeziehen zu wollen. Und man denkt sich, dass aber die europäischen Mächte durchaus so selbstständig sind, dass sie sich demgegenüber verweigern. Also eine eher deeskalierende Rolle im Indo-Pazifik spielen können. Also weg. Okay, Anton, vielleicht gehe ich da jetzt tatsächlich mal rein, weil das den Bogen ja wieder spannt. Und es kommen bestimmt auch noch Fragen nachher, wo man dann vielleicht auch nochmal wie auf Vietnam stärker eingehen kann, zum Beispiel. Aber es ist ja jetzt eine spannende These. Mehr Militär der EU im Indopazifik sorgt für Deeskalation. Steile These für Özlem, die hier im Ausschuss grundsätzlich für weniger Militär sich ausspricht. Also Özlem, dann sag du mal was dazu. Vielleicht zur Klarstellung. Ich habe Antons Beitrag nicht so verstanden, dass er sagt, mehr Militär würde tatsächlich deeskalierend wirken. Er hat die Regierungssicht dargestellt und hat gesagt, dass es durchaus Kritik gibt, verstärkter in der Region an China, weil man China anders wahrnimmt. Vielleicht an der Stelle gebe ich mal ein anderes Beispiel. Ich habe letztens vor einem halben Jahr oder so eine internationale Konferenz teilgenommen online. Da war eine afrikanische Gewerkschaftssekretärin da. Und sie hat darüber geredet, dass natürlich China mehr investiert in Afrika, in den afrikanischen Ländern. Und sie hat Folgendes gesagt, und das fand ich beeindruckend. Sie hat gesagt, wir wissen, dass China genauso wie unsere alten Kolonialmächte imperialistisch in unserer Region unterwegs sind. Aber wir finden es zum Vorteil, A, weil China jetzt kommt und auch investiert und eine Hochschule für uns baut, was für uns eine Möglichkeit ist. Und B, hat sie auch angedeutet, dass man dadurch natürlich nicht nur eine reine Abhängigkeit hat. Und ich glaube, das ist das, was Anton hier gerade versuchen wollte zu sagen, weil ich habe sein Buch gelesen und ich weiß, dass Anton nicht für mehr Militär plädiert oder die US- oder EU-imperialistische Politik gut findet. Das schreibt er auch explizit in seinem Buch. Aber er versucht einfach, die Gemengelage von der Region und der Regierungen und den Personen dort einfach zu beschreiben. Das vielleicht an dieser Stelle. Und ich finde das passend, das Beispiel von der afrikanischen Gewerkschafterin, die ja gesagt hat, natürlich ist mir das klar, dass die uns auch nur ausbeuten wollen und auch nur an unsere Ressourcen wollen. Wir sehen es aber im Moment zu unserem Vorteil, wenn jetzt eine andere Macht und nicht nur die alten, beispielsweise in Afrika ist Frankreich eine große alte Kolonialmacht, nicht nur die da sind. Ob diese Strategie richtig ist, würde ich bezweifeln. Ich glaube auch nicht, dass es Unabhängigkeit bringt. Ich glaube auch nicht, dass mehr Sicherheit in diese Region bringt. Aber das ist das Herangehen. Ähnliches habe ich auch aus Lateinamerika mitbekommen, die natürlich auch wissen, dass europäische Staaten, aber die auch einen Widerspruch mit den USA haben und es begrüßen, zum Beispiel Kuba, wenn die EU mehr investiert dort, weil sie sagen, das erhöht unser Spielraum. Also das ist eine Aussage über politische Spielmöglichkeiten und Balancen an der Stelle. Deine Frage war aber ursprünglich, Alex, dass du gefragt hast, steht ein Krieg unmittelbar bevor? Also ein Weltkrieg, direkt unmittelbar USA, China, Russland, EU. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im nächsten Jahr direkt unmittelbar, zumindest gewollt, man weiß nie, welche Dynamiken ausgelöst werden, vor einer direkten Kriegssituation stehen, wo die USA unmittelbar direkt mit China zusammen in den Krieg ziehen wird.
Ich glaube aber, dass wir durchaus in einer Eskalationsspirale sind, die sich erstmal so fokussieren wird, dass die Mächte jeweils versuchen werden, die Anrainerstaaten, die für diese Handelsrouten zentralen Staaten, dort ihre Einflusssphären zu sichern und zu erhöhen. Das ist die Auseinandersetzung und das ist der Verweis auf die Wahlen in den Philippinen. Wer wird dort erstmal sozusagen die Oberhand gewinnen? Wer hat die besseren Karten und die Voraussetzungen, A, diesen Markt, diesen zentral entscheidenden Markt zu gewinnen und B, gestärkt in diese Auseinandersetzung und Konfrontation reinzugehen? Und gleichzeitig hat Anton eben ja, war das Anton oder Jürgen, die Karte gezeigt. Wir haben gesehen, was für ein Raum da ist. Und Jürgen hat die Zahlen genannt. Wie viele Schiffe aus wie vielen Regionen und von wie vielen Weltmächten der Welt dort gerade unterwegs sind. Und durchaus Marineschiffe. Und die EU will auch, also EU-Staaten wollen auch ihre Präsenz da erhöhen. Natürlich kann dort auch eine Dynamik entfaltet werden und auch manchmal auch Unfälle und Ähnliches nicht ausgeschlossen werden, dass natürlich permanent auch eine Kriegsgefahr da ist. Auch wenn es noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt gewollt ist. Aber klar ist, dass die großen Wirtschaftsmächte ihren Anteil am Kuchen erhöhen wollen, verteidigen wollen und müssen. Das ist ja das, was Rosa Luxemburg seinerzeit gesagt hat vor dem Ersten Weltkrieg. Ein Wirtschaftssystem, was auf Sand aufgebaut ist, was immer weiter wachsen muss, weil das einfach systemimmanent ist. Und irgendwann kommt dieses System an den Punkt, wo der Kuchen nicht reicht und man noch mehr holen muss. Und dann kommt die Gefahr eines Weltkrieges. Sie kommt aber nicht automatisch. Denn das hängt davon ab, welche Gegenbewegungen es dagegen gibt. Also gegen diese Militarisierung, gegen diese Konfrontation, gegen die Ausbeutung von anderen Ländern, von nicht ökonomischen Mächten in der Welt. Und da ist, glaube ich, die Rolle der Linken wichtig. Hier, wir auch dort in der Region, wir kritisieren den Westen für diese Art von Politik. Die Menschen dort, die Linken dort kritisieren vielleicht China für diese Art von Politik und wir versuchen gemeinsam auf Deeskalation hinzuwirken und Kriege zu verhindern. Und ein Schritt, ein entscheidender Schritt ist natürlich dabei immer zu sagen, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Abrüstung, das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen auch an die Ursachen ran, warum diese Kriege entstehen. Also Wirtschaftsmächte, die immer wirtschaftsmächtiger werden wollen.